zwar nicht sehen, aber ich bin ein bisschen als Fiona gekleidet, ja, so. Und habe mir auch eine Fiona-Frisur gemacht, aber die ist ganz verkorkst, weil ich das nämlich ohne Spiegel gemacht habe in der Bahn. Und jetzt gehen wir rein. Ich raste aus, weil wir haben Carsten Leppert als Lord Hogwart. Ja, ich freue mich. Wir trinken jetzt einen schrecktakulären Shrek-Cocktail in grün und antialkoholisch. Und ich habe eine Pressemappe bekommen. Da ist nämlich auch Zusatzmaterie. Da. Und wir haben Thorsten getroffen. Möchtest du auch auf YouTube? Ja, hallo. So? Guten Abend. Er ist, glaube ich, Musical-Blogger. Richtig. Möchtest du mal deinen Blog sagen? Ich weiß ihn jetzt nicht auswendig, aber ich verlinke ihn dann unter deinem Blog. Das ist hervorragend. Er ist nämlich halt auch großer Shrek-Fan. Wir sind im Musical-Theater drin. Ja. Und ich habe Öhrchen. Habe ich das schon gezeigt? Ich habe Öhrchen. Ja. Und hier ist dieser Vorhang, da wo das große Shrek-S ist. Und ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt, aber da hinten sind schon die drei kleinen Schweinchen. Da. Da. Und da gibt es nämlich so eine Pre-Show vor jeder Show. Und die drei kleinen Schweinchen machen das. So. Wundert euch nicht, die Hintergrundmusik, die ihr jetzt hört, hat überhaupt mal gar nichts mit Shrek zu tun. Mehr Entertainment war so lieb, mir Material zur Verfügung zu stellen. Allerdings hatte die GEMA etwas dagegen, dass ihr die Original-Sounds hört. Aber so kriegt ihr zumindest ein paar Einblicke in das Musical, in das Stück, wie großartig die Kostüme sind, wie vielfältig die Szenen. Da gibt es also wirklich ganz viele verschiedene Erlebniswelten. Und das Musical ist für Jung und Alt geeignet und vor allen Dingen auch für Musical-Einsteiger. Weil wer den Film liebt, der wird das Musical, glaube ich, ganz, ganz toll finden. Und ich lüge da gerade nicht wie Pinocchio. Es ist wirklich zum Lachen, zum Weinen. Man hat extrem viel Spaß und es ist einfach ein extrem gutes Entertainment. Ja, und deswegen genießt die Eindrücke. Nachher gibt es übrigens am Ende des Videos noch eine Sequenz mit Ton. Yippie-yay! Übrigens, meine Lieblingscharaktere sind Lord Farquaad. Und natürlich das Pfefferkuchenmännchen, das Teigmännchen. Wenn ihr den Film kennt oder das Musical schon gesehen habt, schreibt mir bitte in die Kommentare, wen ihr total cool findet. Und apropos, ihr habt den gerade springen sehen. Peter Pan, er ist mega heiß, ich finde ihn ganz toll. Und ja, der Mützenmann weiß davon. Okay, die Vorstellung ist aus. Ihr seht, ich bin immer noch grün und ich habe immer noch mein Öhrchen an. Und wir haben gelacht, wir haben geweint. Es ist eine großartige Show. Ich kann es immer wieder nur sagen, ich bin da jedes Mal so ergriffen. Und die Darsteller sind so großartig. Vom Ensemblemitglied bis hin zur Hauptbesetzung. Oh mein Gott, Carsten Leppert, war so großartig. Er war so witzig. Ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen konnte. Ich bin total aufgelöst und ich freue mich jetzt, weil jetzt ist hier das Meeting mit den Darstellern und ich werde wahrscheinlich wieder so da stehen, so. Hallo. Ja. Oh mein Gott. Schon sehr spät, oder? Und du hast schon. Ja, klar. Das ist gut. Ich hast du schon wieder gemacht, Nadine? Ja. Ja. Was denn? Ja. Das war super. So, und jetzt machen wir weiter, dass nochmal ein besseres Selfie, weil ich habe dich an der Generalprobe angesprochen, war so ultra aufgeregt und wir wollen eins machen, deswegen wollte ich eins machen. Ah, du hast das, dass die reingekommen ist. Ja. Die Leute saß. Ja, genau. Hat ja mal geklappt jetzt, siehst du? Ja, super. Total cool. Wunderbar. Gut. So. Selfie. Ja, okay. Ja, genau. Siehst du, ich bin immer noch aufgeregt. Meins? Ja! So. Vielen Dank. Gerne. Ich möchte ja nicht sagen, aber er konnte sich an mich in das Sammon denken. Sollen wir dir hochhelfen? Genau, nicht der rote Teppich, nicht der rote Teppich.
Ja, das war total toll. Dankeschön. Aber auch schon gesehen, dass Jahre Mutsch, das muss man jetzt auch machen. Ja, den habe ich auch 8 Jahre gespielt, damit ich ja irgendwann großartig mal gesehen habe. Dankeschön. Und wir sind dann inoffiziell am Feld. Wirklich? Ja, deswegen muss ich den sehen. Ja, natürlich. Ja, mit Jenny Lauf. Mit Klammer. Mein Arm ist zu kurz. Ja, so ist besser. Dankeschön. So lustig. Sehr cool. Ah, du filmst. Ha, ha, ha. So was geht doch nicht, das ist, das kostet extra. Ja, so brauchst du gar nicht so grinsen. Jetzt wissen wir aber noch den Schreck. Sven, du Arsch. Ja, das schneidet sich doch raus. Schneidet sich raus. Natürlich machen wir ein Selfie. Ich habe nur so kurze Arme. Soll ich meine Arme geben? Ja, jetzt klar. Du hast kein Selfie mehr. Die kriegen wir trotzdem Rücken. Das war bestimmt gut. Eins war bestimmt gut. Ja, war bestimmt gut. Dankeschön. Dankeschön. Ja, war Wahnsinn. Du bist von hier, oder? Ja, ich glaube auch. Glaubst du, wenn wir das nicht mögen würden, würden wir das hier mitmachen? Wie lange braucht man so eine Maske? Na, ich bin momentan bei 1,75 Stunden. Und du hast mit 2 Stunden 30 angefangen, oder? Ja, mit 2,5 angefangen, das stimmt. War aber eine gute Steigerung. Ja. Ja, aber weniger wird es jetzt auch nicht mehr. Wir sind jetzt mit einer Maskenbildnerin bei 1,45, 1,40 oder so. Das ist, aber das braucht es. Ja, große Schaumstoffmaske drumherum, dann 5 Silikonteile, Stirn, Nase, Kinn, Wangen. Alles verkleben, Glatze drunter kleben und dann Mikrofone einbauen. Hier mal diese kleinen Warzen, das sind ja nichts anderes als Mikrofone. Ah, ja, das sind die Mikrofone und dann malen und fertig. Ne? Bei dir geht's schneller. Man muss ja. Wie lange hast du? 30 Sekunden? Eine Minute? Eine Minute vielleicht. Ich bin auch immer ganz scheckig. Jetzt haben wir es extra für euch nochmal richtig schön gemacht. Jetzt ist eigentlich im zweiten Tag, wenn du in dem Haus bist. Das ist Login? Ja, genau. Das ist Mama Bär! Ja, das hab ich gehört! Ja, das wäre wirklich zu knapp. Also der Umzug danach wäre zu knapp auf Prinzessin. Mhm. Es geht noch so, aber anders, um das Grün wieder abzukriegen. Aber Ende erster Akt, das ist Bettina, weil da hat sie wirklich kurz nur Zeit und Bettina verbringt die Pause damit, wieder zur Prinzessin zu werden. Weil das muss alles ja wieder runter und wieder rauf. Also du hast eigentlich, deine Haut ist wirklich bang, bang, rauf, runter, rauf. Ja, besonders hier bei der Nase. Ich war noch nie so gut gepeelt. Okay, deshalb keine Chance. Ja gut, das hat bei mir irgendwie nicht funktioniert, aber das wird jetzt zu privat. Okay, jetzt seid ihr alle Zeuge geworden von meiner absolut größten Leidenschaft und ich glaube, ich habe wirklich den falschen Beruf gewählt. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das beschäftigt uns jetzt nicht in diesem Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, mal so ganz fern ab vom Beauty. Obwohl ihr gehört habt, Shrek-Nasen sind super peeling. Ja, merkt euch das. In diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Bis auf bald. Over and out. Und jetzt noch mein Lieblingslied von Shrek für euch, denn wir sind mutig. Wir sind anders. Und die Macken, die wir haben, machen uns besonders stark. In diesem Sinne, anders ist anders, anders ist aber nicht falsch. Ja, darf ich mal noch ein Foto machen? Klar. Hallo. So.
auch eine. Ohne Witz? Okay, gut. Ja. Das geht ohne. Daumen. Das ist für? Daumen. Mit Y oder I? Nee, mit I. Ja. Super, danke. Gerne. Das ist doch